So, ein wunderschön. Ja, Folge 12 von My Tales Carpetern Let's Play. So. Bam, passt. Sollte passen. Das ist schon wieder für eine Unordnung bei mir. Wow. Magnetische Schraubendreher, wie sie Leim und Leben. Sieht man das überhaupt in der Kamera? Hab ja so eine Billo-Kamera. Da sollte man immer nachschauen, ob Sachen wirklich zu sehen sind. Doch, sieht man. Da. Schraubendreher mit allerlei Kühlkreppe dran. Hab nämlich hier ein paar zurechtgebogene Büroklammern. Einmal als Widerhaken. Muss man es gut erkennen, als Widerhaken. Dann einfach nur als kleine Stifte, womit man zum Beispiel bei CD-ROM-Laufwerken in diese Notöffnung rein kann, damit die Klappe praktisch auch aufgeht, auch wenn das Laufwerk keinen Strom hat. Und so weiter und so fort. Und das klebt ja gerade alles an meinem Schraubendreher dran. Ja, warum ich euch das jetzt gerade alle zeige, ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur was spielen. So. Let's start the game. Okay, we are on the farm. Und ich rede schon wieder Englisch, weil es Spaß macht. Jo. Wächst schön, sehr schön. Nice, okay. Voll sinnig und so. So, was machen wir jetzt in der letzten Folge? Wir haben hier unten noch ein bisschen was einrichtungstechnisch. Können wir hier noch was tun? Jetzt hört mein Rechner auf. Ist auch schon wieder extrem warm draußen, ey. Ist so abartig. Doch, das Wetter mag mich nicht. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen... Ah, ne, wir haben 33, brauchen wir nicht einschmelzen. Alles gut. Also, siehst du, kann ich vielleicht mal gucken, ob es noch diesen Bug gibt? Ah, okay, der Bug ist weg. Es gab nämlich mit dem Carpenter-Dinger, gab es einen Bug auf meinem Server. Und zwar, diese Icons sind praktisch Entities, die vor den Kisten sind. Und das Problem ist, das sind halt Entities, ganz normal wie jede andere Entities auch. Und wenn man den Block verlassen hat, wenn man rausgegangen, also weggegangen ist oder sich abgemeldet hat und keiner mehr in diesem aktiven Block drin war, dann werden die Blöcke gespeichert und die Entities werden auch mit gespeichert. Ups. Okay. Und das Problem ist, wenn denn dieser Block hier wieder geladen wird, weil wieder ein Player innerhalb dieses Blocks reingeht, dann generiert der Kasten selber wieder Entities, um sie wieder anzuzeigen, obwohl obwohl Mindtest die vorherigen bereits gespeichert hat. Das heißt also, jedes Icon existiert dann zweimal. Oder halt, wenn man das dann nochmal macht, dann dreimal, viermal, 50-mal. Und das Problem dabei war, wenn man jetzt zum Beispiel das hier, diesen Block abgebaut hat, ich mache das mal ganz kurz mit dem, da kann man es schon demonstrieren, wenn ich den Block jetzt hier abbaue, bleiben die ganzen Sachen hier vorhanden. Und das Problem daran ist, wenn ich jetzt hier was reinsetze, also ich nehme jetzt hier was raus, das geht, aber wenn es jetzt wirklich ein Lehrer sein würde, also ich mache jetzt mal so hier, dann baue ich die mal wieder ab. So, dann haben wir hier immer noch die Felder. Und das Problem ist, jetzt muss ich mal ganz kurz was nehmen, was ich verschwenden kann. Genau, wie nehmen wir mal hier unsere zwei Stück. So. Und wenn ich jetzt hier so mit Rechtsklick draufklicke, weil ich hier was hinbauen möchte, dann sind sie verloren. Und das ist Bullshit. Und da weiß ich noch nicht ganz, woran das liegt. BZW, wie ich das fixen kann. Ja. Ich weiß halt leider bisher nur, dass es so ist. Und mit dem, dass... also ich habe praktisch dafür gesorgt, dass praktisch mein Test Entities nicht mehr fest in der Welt speichert, wenn man den Block verlässt, sondern er einfach alles verwirft. Damit habe ich den Fehler zumindest ein bisschen eingedämmt. Aber leider ist der Fehler immer noch nicht ganz behoben. Heißt also, gerade wenn man eine Kiste abbaut, wo noch Sachen drin sind, dann bleiben die Sachen leider teilweise immer noch erhalten. Deswegen sollte man Kisten immer nur erst abbauen, wenn man alles darin rausgenommen hat. Ja, das ist Bullshit.
Echt Bullshit. Gut. Nichtsdestotrotz, davon lassen wir uns jetzt mal nicht beirren. Genau, hier haben wir unsere Krempelkiste. Ein bisschen anordnen hier. Oh, oh, oh. Ach komm, machen wir einfach mal Classics, so, so. Easy. So, the question ist, was machen wir? So, die Bäume sind hier alle mittlerweile wieder gewachsen, das ist sehr schön. Nice. So, hier war unsere alte Höhle, ne? Genau, die war komplett für die Katz. Hier hat sich ja nichts ergeben. Hier ist einfach. Die ist einfach nur billig. Billohaft und ist der Geier was. So. Was wir machen könnten, ist hier sowas. Dann können wir nämlich vor unserem Haus ein paar Blumen haben. Das wäre mir ganz lieb. Die Frage ist nun, wie geht das nochmal? Ah, mit Blättern und Dingern. Na gut, von den Blättern haben wir ja dank unserer Woodcutting-Mod mittlerweile extrem viele. Das heißt also, hiervon könnten wir tatsächlich was machen. So, dann haben wir schon mal das Braune. Das ist praktisch das ganz schwache Bonemehl. Also, Bonemehl ist hier quasi komplett falsch, weil das ist ja kein Knochenmehl, der dabei entsteht, sondern es ist praktisch Dünger. Deswegen nenne ich das halt auch nicht mehr Bone Meal, sondern Dünger. Also das braune Dünger, das kann man sich selbst craften mittels den Baumstämmen und den Bäumenblättern, wenn man die Bäume halt fällt. Das ist am schwachsten. Dann gibt es das klassische Bone Meal, also das weiße hier. Das bekommt man tatsächlich auch immer noch von entweder abgebauten Leichen, beziehungsweise halt von Knochen. Das ist das mittelstarke, was man auch aus Mineclone kennt, also aus Minecraft. Und wenn man die beiden Sachen kombiniert, sieht man schon, dann kommt man das Grüne. Und das Grüne, das ist praktisch das Stärkste. Heißt also Stufe 1, Stufe 2 / normal und ganz geil Stufe 3. Vor allem das Geile ist, wenn man die beiden Sachen kombiniert, da denkt man ja, okay, also wenn man das jetzt so mathematisch betrachtet, das hier wäre eine mathematische 2, nee, eine 1, das mathematische 2, weil Stufe 1, Stufe 2, wisst ihr schon, daraus wird dann 1 plus 2, 3. Ist aber nicht so, weil man bekommt davon 2 Stück. Das heißt also, man addiert nicht nur die beiden Guten zu etwas noch Besserem, sondern man bekommt tatsächlich noch wesentlich mehr. Und das ist echt fucking geil. Deswegen meine Devise, wir machen uns davon jetzt etwas und dann verteilen wir das hier irgendwie so auf ein paar freie Flächen, damit wir hier mal auch mal ein bisschen Blümchen haben, ja, also, weil hier unsere Fläche, hier sind zwar schöne Bäume, aber sieht halt immer noch relativ kahl aus. Und Blumen breiten sich zwar aus, aber dadurch, dass sie gar keine Blumen sind, gibt es auch nichts, was sich ausbreiten kann. Deswegen müssen wir da ein bisschen nachhelfen. So, dann würde ich mal sagen, wir nehmen uns erstmal hier ein paar schönen Batzen an Blätter. Da haben wir eine ganze Menge. So ungefähr. Wie ist das? Ist der andere Bug noch da? Nee, okay, der alte Bug ist nämlich da. Weg. Genau, früher war es nämlich, als ich das noch nicht gemacht hatte, mit dass die Sachen nicht mehr mitgespeichert werden. Da war, wenn der Block leer war, hat man jetzt hier immer noch Blätter gesehen, weil dadurch, dass mehrere Interviews hintereinander waren, der vordere Block zwar aktualisiert wurde, mit da ist keine Textur mehr, aber der hintere war immer noch eine Textur. Dementsprechend hat man die Blätter auch noch dann gesehen, wenn der Kasten eigentlich leer war. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile behoben, zum Glück. Oh, wir hatten noch Blätter hier unten, hier oben in unserem Dingsterbums da drin. Interessant. Halt, wo ist denn da? So, wir brauchen Baumstämme. So, jetzt machen wir uns einfach mal ganz, ganz viel davon Spaß. Ne, komm, ein Stack reicht. Bam. Sollte passen. Ne, komm. Ja doch, das reicht locker. Mehr lohnt sich gar nicht, weil wir haben auch gar nicht mehr Knochen. Also, jetzt hier en masse fertigen würde er sowieso nach hinten losgehen. Du kommst mal nach da. Dann habe ich mich hier meine Felder direkt nebeneinander. Bam, bam. Bam, bam.
Bam, bam. So, okay. Baumstämme können natürlich auch wieder rein. Hätten uns gar nicht so viel nehmen brauchen hier. Sehr schön. So, Knochen haben wir hier nicht. Ne, wäre auch seltsam gewesen. Tada. So, von den Knochen kriegen wir jetzt 30 Stück. Bap, bap. 30 plus 96 kriegen wir 60 von den Dingern. Das ist doch schon mal eine ordentliche Leistung. So, die hier, die packe ich mal doch wieder rein. Weil, wie gesagt, die Dinger alleine, die bringen kaum was. Diese braunen, die bringen wirklich extrem wenig. Die ist ja so, wenn man die Sachen auf eine Wiese packt, also mit Rechtsklick auf eine Wiese raufklickt, dann wächst da ja Gras. Und bei dem weißen, da wächst Gras, glaube ich, im Radius von 3. Heißt also praktisch der Block, wo man das raufklickt, plus 2 benachbarte in jede Richtung. Bei dem grünen Zeug wächst der Block, wo man das raufpackt, und 4 in jede Richtung. Das heißt also insgesamt ein Radius von 5. Also 4,5, um es ganz genau zu sein. Und bei dem Braun, da wächst wirklich nur auf dem Block etwas, wo man draufklickt. Und das ist dann doch schon eine ganz schön harte Verschwendung, wo ich mir denke, nein, machen wir nicht. Wir nehmen das lieber als Grundbasis, um dann später noch neue zu machen. So, und das Schöne bei meinem Test ist, hier gibt es einen richtig schönen Effekt. Ist gerade der Server down? Nö, der Server reagiert. Ja. Ach, mit Linksklick wetten. Leck mich doch. Tada! Badam. So muss das sein. Easy. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der auch auf mehreren Ebenen wächst. Ja, wächst auf mehreren Ebenen. Das ist nämlich genau das, was mir an meinem Klon nicht so gefällt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel hier pflanzt, dann wächst nur das auf den, die auf die gleiche Ebene haben. Heißt also, hier unten wächst nichts und hier oben wächst auch nichts. Das ist hier aber tatsächlich nicht so. Das ist sehr schön. Oh, haben wir hier schöne Blümchen. Gut, hier lohnt sich das nicht. Aber hier lohnt sich das nochmal. Und wie gesagt, das Schöne ist halt, die Blumen breiten sich dann auch mit der Zeit aus. Denke ich zumindest. Also eigentlich ja. So, hier noch ein bisschen was. Hier hinten noch. So, das sollte noch reichen. Genau, passt. Achso, hier oben. Hier ist auch so eine kahle Fläche. Komm, wir machen hier einfach mal die gesamte Ebene. Hier ist relativ baumarm. Von daher sieht es hier ganz gut aus, wenn wir hier ein paar Blümchen haben. So, gut, hier ist schattig, hier lasse ich das mal mit dem Gras. Okay, so, jetzt haben wir schön viele Blümchen. Und schon sieht es gleich viel lebendiger aus. Ist das nicht geil? Und jetzt machen wir mal was noch ganz anderes. Habe ich hier den... Ja, habe ich drauf. Geil. Aktivieren, also benutzen. Früher hieß das nochmal aktivieren. Hä, ich habe eine Let's Play. Was haben wir denn hier gespielt? Mein Klonwelt. Von der weiß ich gar nichts mehr. Oder war das ein Testbild von mir? Denn hier? Ne, komplett neue Welt. Okay. Warum haben wir hier eine Let's Play-Welt? Egal, ich lasse die einfach mal da. Also, ne, was ich eigentlich machen wollte, ist natürlich das hier. So. Jetzt spielen wir unser Let's Play. Play. Mal gucken, wie das aussieht. Bin ich gerade ein bisschen
holy fuck, sieht das geil aus. Oh, ey, die roten Blätter sehen ja mal sowas von krank aus. Nice. Oh, Alter. Oh, ernsthaft jetzt? Boah, das sieht schon so echt Hammer aus. Vor allem hier, der rote, wie auch immer das Ding nochmal heißt, Sandstein, die sieht ja mal sowas von krank aus. Vor allem das Beste sind diese roten Blätter. Boah, die wirken so abartig geil. Was habe ich hier für Berichtigungen? Gar keine. Okay, schade. Sonst wäre ich mal kurz ein bisschen geflogen. Aber holy fuck, sieht das geil aus. Boah, sorry, aber ich muss da mal kurz einen Screenshot von machen. Nein, das da. Genau. Boom, Headshot. So. Wer das Screenshot sehen möchte, das ist dann im Forum in der Screenshot-Gruppe drin. Aber holy moly, sieht das geil aus. Aber jetzt mache ich nochmal einen Screenshot von hier oben. Es ist so. So, dass man auch das Feld schön sieht. Badam. Bumm. Perfekt. Oh, sieht das geil aus. So. Die Tür sieht auch geil aus. Digga, sieht ja alles geil aus. Okay. Stimmt mal drüber. Okay, das wird jetzt blau. Stimmt mal drüber ab, ob wir immer dieses Texture Pack benutzen sollen. Oder wisst ihr was? Leckt mich, wir nutzen es. Also jedes Mal, wenn es mir einfällt, werden wir ab heute dieses Texture Pack benutzen, bei der Mein Test Let's Play. Das sieht einfach so awesome aus. Oh, guckt euch das an. Da bekomme ich gleich glatt wieder Lust, Mein Klon-Server zu spielen. Ist auch bald wieder dran. Ne? Ich glaube, ich weiß, warum Wusi dieses Texture Pack genommen hat. Erstens mal ist es, glaube ich, direkt von Minecraft importiert. Das war, also dieses Pixel Perfection, das ist direkt ein Texture Pack aus der Minecraft-Welt, was sie aber portiert hat zu Mindclone. Und es sieht das wirklich einfach geil aus. Da kannst du sagen, was du willst. Na gut. Warum habe ich das Texture Pack überhaupt reingemacht? Wollte ich da irgendwas. Ach ja, doch, genau, wie die Blumen. Wollte ich gucken, wie die Blumen aussehen. Ich habe vor allem, wüsste ich jetzt echt gerne. Also, noch breitet sich nichts aus, aber es ist auch relativ langsam. Die Frage ist: Vielleicht erwischen wir mal irgendwas, was ist hier, wenn hier was wächst. Nö, nichts gewaschen. Wobei ich zugeben muss, ich habe gerade den Bildschirm gar nicht mehr gesehen. was will ich denn jetzt hier? Halt, nein, hier, Inhalte. Bam. Nicht deinstallieren. Mann, wird deaktiviert. Ach, schon wieder hier Spiel starten. Alter, was ist denn hier los? Scheinbar muss ich mal gucken, warum wir dann da diese zweite Welt da haben. Und jetzt habe ich wieder das Vanille-Look. Was halt Vanilla-rarer ist, aber halt auch extrem. Naja, dieses Vanilla-Texture-Pack sieht halt eher so verspielt aus. Ich meine,
Doch, das sieht schon extrem eher so kindgerecht aus, sage ich jetzt mal so von der Farbgestaltung her. Es sind halt alles extrem frische Farben und sehr hell, extrem kontrastreich. Und eben dieser Pixel Perfection Texture Pack, also vor allen Dingen halt das, was Minecraft halt nutzt, das sieht halt etwas natürlicher und vor allen Dingen, ja, es ist nicht so extrem farbkräftig, aber trotzdem wirken die Farben dadurch in sich, wie sagt man, nicht stärker, aber betonter, keine Ahnung. Immer noch nicht alles gewachsen. Wisst ihr was? Nee, lieber nicht. So, die restlichen Bone. Ich wollte schon der Bone Meal sagen. Das restliche Dünger packe ich mal in die Kiste. So. Okay. Tut immer noch da. Tja, weiß ich nicht, was machen wir jetzt noch? Gut, hier ist ja alles gewachsen soweit. Also das Feld kann ich mal abernten. Yeah, anstrebender Bauer. Wieso anstrebend? Ich bin Bauer. Von Beruf. Du bist Geburt. Oh, da war doch noch nicht alles gewachsen. Aber jetzt ist alles gewachsen. So, da sollten jetzt auch endlich mal genug Samen bei sein, dass jetzt wirklich das gesamte Feld mit einmal kultiviert werden kann. Sagt man das so? Doch, eigentlich schon, ne? Naja, wobei man kultiviert eigentlich eher sagt, wenn man Pflanzengattungen anpflanzt. Also, keine Ahnung. Wenn ich das Wort Kultur höre, denke ich sowieso immer nur an das eine. Culture Candela! Na, wie gesagt, machen wir auf jeden Fall mal bei der nächsten Session mein Test. Da werde ich mal Pixel Perfection Texture Pack nutzen für alle vier Folgenden und dann mal gucken, so als Pilotprojekt quasi. Und dann können wir entscheiden, ob wir das so beibehalten oder ob wir zugunsten von dem, dass das ja eigentlich ein Vanilla-Let's Play sein soll, das auf Vanilla lassen. Kannst du mal bitte wachsen, du Arsch? Was ist denn hier los? Hier hinten auch. Was ist denn hier? Mal, ist ja hier Diskriminierung. Ich glaube das nicht. So, auf los geht's los. Mal schauen, vielleicht bis ich denn da angekommen bin, ist er auch schon gewachsen. Noch nicht. Ach, leck mich. Das war ein bisschen zu weit. Ist kaputt. So, fällt keinem auf. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der Aufnahme, mit der Aufnahme-Session. Ansonsten muss ich mal gucken. Ja, nächste Folge, also nächste Woche, gibt es auf jeden Fall kein Mindtest-Special mehr, so wie dieses Let's Play Together oder ähnliches, sondern ab nächster Woche kommt endlich das lang erwartete Doom Sigil. Also, wenn ihr jetzt die Folge seht, ab übermorgen, kommt dann endlich mal Doom Sigil. Ja. Und ich hoffe, das wird so geil, wie ich jetzt hoffe. Ja, von daher, du kommst da rein, du kommst da rein, kommst da rein. Haben wir hier noch, hoffen wir jetzt andere Samen. Ach, schau mal an. Gut, dann musst du doch noch mal raus.
Da musst du nämlich rein. So, gut, da kommt nämlich das andere Bodenmehl auch unten mit rein. Ich sag schon wieder Bodenmehl. Heißt ja auch eigentlich Bodenmehl, aber gut. So. So. Schöne Gruppen anordnen. Okay. Ja, das war's dann für die Folge. Alle Türen sind zu. Ja, sind auch zu. Sehr schön. Die ersten Sachen gemacht, sogar schon. Das ist sehr nice. So, perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist aber immer das gleiche hier mit den Texturen. Alle Texturen sind immer genau so gebaut, dass egal was man machen möchte, es ist immer so ein scheiß Balken hier. Genau auf der Blickhöhe. Das ist doch gewollt. Das ist doch so. Hier kann man gucken. Easy, perfekt. Okay. Wie dem auch sei, ist auch scheißegal. Ich gehe mal raus. Von draußen ist die Welt immer am schönsten. Kommen Sie raus, können Sie reingucken. Oder gehen Sie raus, können Sie reingucken. So. Ja, hier. So, mache ich Feierabend. Mache ich schön. Easy, bubisi. Schau mit V. Und dann würde man sagen, sehen wir uns denn zur nächsten, also entweder halt wie gesagt jetzt Doom erstmal, oder aber ihr wartet wieder bis Freitag und dann sehen wir uns zu, ja genau, jetzt müsste dann erstmal wieder Eternal kommen und danach dann die Woche kommt dann Hälfte Hälfte, mein Klon und Vanilla. Nee. Doch, genau. Hey, was rede ich eigentlich gerade die ganze Zeit? Das war doch gar nicht das Vanilla Let's Play, was ich hier gerade aufgenommen habe. Das war doch Carpeting. Von daher ist ja da sowieso egal, welche Texturen wir benutzen. Ja, dann können wir das wirklich machen mit den Texturen. Ist ja denn legitim. Nur bei dem Vanilla Server dürfen wir das mit den Texturen nicht machen, weil das wäre dann ja kein Vanilla Let's Play mehr, ne? Und wir sind mal ja. Egal, lange würde gar keinen Sinn. Auf jeden Fall sehen wir uns halt entweder zum Eternal wieder oder halt, wenn ihr guckt, dann halt zu tun. Schau mit V.